Hintergrund zu einem kurzen Video hier auf meinem Kanal Bargeldose bezahlen. Und heute war ich in der Eisdiele, im Eiscafé Primavera hier in Duisburg-Neudorf, direkt an der Grenze zu Duisburg-Düsseldorf. Das Eiscafé ist nämlich da hinten, direkt neben der Apotheke. Und da war ich und dann konnte ich dort problemlos mit Google Pay bezahlen. Das genau. Allerdings nicht ganz problemlos, da das Terminal noch nicht aktiv war, als ich das erste Mal dran gehalten habe. Und dann habe ich so dem Mitarbeiter oder sogar so dem Inhaber gesagt, dass das Terminal noch nicht aktiv ist. Und dann meint er, doch, das ist doch sollte aktiv sein. Und dann hat er später erst eingesehen, dass der Terminal so Fehlermeldung abgegeben hat. Und dann haben wir das beim zweiten Mal versucht, beim zweiten Mal hat es problemlos funktioniert. Da stand sogar 2,20 Euro und daneben da und auch das NFC-Symbol. Und da habe ich mein so Smartphone-Kurs rangehalten und dann war die Zahlung auch erfolgt. Auf eine so Quittung habe ich verzichtet, da es ja eh nur um so ein Eis handelt und nicht um einen teuren Einkauf. Aber eigentlich könnte man auch eine so Quittung über das Smartphone oder per Mail schicken, aber für mich hat sie das. Aber ich wollte den so Inhaber gar nicht so ärgern, sondern ich wollte einfach nur mein Eis haben. Und hat sie sogar so für die Unannehmlichkeit entschuldigt, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Sehr, sehr, sehr netter Typ. Da hinten ist das Eiscafé. Primavera da wo das so Eis steht, eben direkt neben der so Glockenapotheke, ist jemand zur Straßenbahnstelle. Ja, das Eis schmeckt jetzt kürzlich, aber ihr Orange Cake und Moos hat geholt. Das habe ich zum ersten Mal geholt. Eis schmeckt wirklich viel besser als die iPhone 1 Kaffee in der City. Ein kurzer Abstecher nach von Neudorf lohnt sich. Also mit der Straßenbahn die 901, Haltestelle Lutherplatz. Und dann nach links gehen, rechts über die Ampel und dann da hinten wieder über die Ampel und dann steht ja bereits vor dem Eiscafé. Das Eiscafé liegt ja direkt zwischen dem Nettomarkt und der Glockenapotheke. Aber mein Eis schmeckt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.